Liebe Freunde, aus dem Bau Rausi. Saatkartoffeln, Roden, Sorte Dita in Pfiffberg. Und wir haben das Problem, die Maschine verliert zu viele Knollen. Dita sind lange, schmale Kartoffeln und die fallen da durch. Jetzt ist ein Mechaniker auch noch hier und wir haben da Übersetzung geändert. Es ist immer schwierig, wenn da Kartoffeln rausfallen. Ja, das ist noch Kaliber Kleinsortierung, das da am Boden liegt. Freunde, es ist verrückt, heute Freitag, 7. August, im Schatten, 35 Grad, das ist wahnsinnig. Wir warten dringend auf Regen und ich hoffe jetzt bis Samstag, Sonntag, dass es ein Gewitter kommt. Wir haben hier absolute Trockenheit, es wächst nichts mehr. Auch meine Mutterkühe haben die Weide abgefressen und ich gebe ihnen da eine Rundballe Heu in die Futterraufe. Jawohl, das ist, geht vielen so, da wird schon viel Futter, was für den Winter geplant ist, jetzt verfüttert. Das wird knapp diesen Winter, das Futter. Jawohl. Ja, liebe Freunde. Wie jetzt diese Woche jeden Abend lasse ich da 3 Kubikmeter Wasser auf mein Blumenfeld. Ich bewässere dann auch das Blumenfeld. Ich schaue dann im Hintergrund Sonnenblumen, junge Sonnenblumen, die ich bewässere. Wenn ihr da gut schaut, oben am Hang die schwarzen Punkte, das sind meine Galloway Mutterkühe mit Kälber und Rinder. Und der markante Baum ist die Linde auf dem Lohberg, dem Hausberg von Ersingen. Gleich leer.